Was geht, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal C2B. Ja, wie von euch gewünscht, heute mal was komplett Neues. Und zwar heute kein Sneaker-Review und auch kein Fashion-Latest-Pickup, sondern ich möchte das beide so ein bisschen kombinieren. Also quasi euch mal zeigen, wie ich eben so den Vierer Jordan oder meinen Metallic Vierer Jordan eben so trage und eben was ich da für Klamotten zu trage so. Und zwar, klar, anwendbar auf jeden Vierer Jordan eigentlich generell. Aber ich habe es eben jetzt am Beispiel von dem Metallic, also von dem neuen Vierer Jordan gemacht. Auch im Hinblick auf den neuen Off-White Vierer Jordan natürlich. Und deswegen möchte ich eben ein paar Outfits zeigen, wie ich eben so meinen Vierer Jordan eben so trage. Also erst ein bisschen zum Aufbau vom Video. Also ich möchte euch erstmal erzählen, was ich bei dem Outfit eben so kombiniert habe, was ich für Teile dazu getragen habe und so. Und dann eben so ein bisschen so Fashion-Porn-Inhalte reinbringen. Also ähnlich wie ich es mit meinen Sneaker-Porn-Teilen immer so mache, eben auch ein bisschen Fashion-Porn. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Outfit. Noch kurz vorweg die Info, eigentlich waren 3 Outfits geplant, die wir filmen wollten. Wir sind leider nur bis zum zweiten gekommen, weil uns dann die Security vom Gelände geschickt hat. Also wir waren in einem ziemlich coolen verlassenen Parkhaus, was dann aber eben dann doch nicht ganz so verlassen war und wurden eben weggejagt. Aber dennoch wollte ich euch eben jetzt die geilen Sachen zeigen, die wir so gemacht haben und euch dann eben statt 3 Outfits leider eben nur 2 zeigen. Aber ich denke auch, die sind ganz nice und könnt euch ein bisschen inspirieren so. Und dann geht es auch im ersten Outfit direkt los. Und zwar habe ich den Metallics in diesem Outfit jetzt quasi so gemacht, dass ich eben eine schwarze 6PM OZ kurze Hose zugetragen habe, also die Shorts von denen. Kann man natürlich auch jeder andere Shorts zu anziehen, aber ich feiere die eben, die 6PM Shorts. Generell 6PM feiere ich momentan auf jeden Fall sehr. Dann einfach ein weißes Basic-Shirt dazu, in dem Fall von Minimal, was ich auch schon mal in einem Latest Pickups-Video vorgestellt hatte. Und dann eben ganz normalen schwarzen Basic-Hoodie dazu, den ich auch schon mal vorgestellt hatte. Der ist eben auch von Minimal. War mir eben wichtig, dass es eben schön basic ist, dass man die Outfits eben auch leicht nachmachen kann. Also es muss ja jetzt eben kein Minimal-Hoodie sein, sondern ihr könnt euch auch einen anderen Hoodie holen, der genauso geil ist. Und deswegen so ein bisschen nur als Beispiel. Bei dem Outfit war mir eben wichtig, dass so ein bisschen der Fokus eben auch trotzdem auf dem Sneaker bleibt, also dennoch cleanes Outfit auf jeden Fall. Trotzdem die weißen Parts so ein bisschen wieder im T-Shirt mit drin. Also farblich auf jeden Fall abgestimmt, kann man sagen. Und ich finde halt generell einen Vierer Jordan zu einer kurzen Hose auf jeden Fall übel geil. Dann natürlich, man kennt ihn, weiße Tennissocken. Ich glaube, die sind von Calvin Klein, die ich da jetzt anhabe oder so. Gehen natürlich auch andere Socken, Nike Socken, Jordan Socken sind auch cool dazu. Und bei dem Outfit war mir eben wichtig, dass das Ganze eben schön stimmig ist, farblich passt. Ich finde, Vierer Jordan kann man übel geil zu einer Shorts anziehen. Der kommt im Sommer richtig geil. Und dann würde ich sagen, ziehen wir uns die Fashion Porn Inhalte rein. Viel Spaß damit. Ja, ganz nice Outfit, oder? Kommen wir zu Outfit Nummer 2. Und zwar habe ich es da ein bisschen mit einer längeren Hose kombiniert, also so ein bisschen so für den Abend am Sommer, sag ich jetzt mal. Und zwar eine richtig nice schwarze Cargo von Represent. Auch da natürlich kann man jeder andere Cargo anziehen, die ich demnächst auch in meinem Latest Pickup Video noch mit vorstellen werde. Ja, sehr, sehr nice Cargo, auch ziemlich gesalzener Preis, aber trotzdem sehr, sehr geile Cargo, die man eben schön offen tragen kann. Also die dann schön weit quasi sitzt, weil ich finde, zu einem Vierer Jordan passen nur weite Hosen. Eine enge Hose, eine Skinny-Hose passt da nicht so gut dazu. Aber dennoch kann man die Hose halt auch enger machen. Sieht auch ganz cool aus eigentlich. Aber ich finde, breiter sieht besser aus. Dann eben dieselben Socken dazu. Auch ein weißes Basic-Shirt, das eben auch wieder von Minimal. Also dementsprechend auf jeden Fall ein super cleanes Outfit. Ich denke, eventuell wäre noch eine Kette ganz cool gewesen. Kann man auch super kombinieren, denke ich. Oder eventuell auch einen nicen Ring oder so. Und ja, dann würde ich sagen, ziehen wir uns Outfit Nummer 2 rein und viel Spaß damit. Ja, dann waren das leider schon die beiden Outfits. Beide, wie gesagt, relativ clean und farblich auch relativ identisch. Im dritten Outfit, was ich vorstellen wollte, wo wir eben dann weggeschickt wurden, wollte ich eben eine ganz normale weite Jeans anziehen mit einem roten Pulli dazu oder einem roten Hoodie. Hat leider eben nicht funktioniert, weil wir eben weggeschickt wurden, aber dennoch denke ich, die beiden Outfits sind sehr, sehr cool. Habe ich auch was bei Instagram gepostet. Also wenn ihr es bei Instagram abchecken wollt, wie immer, mein Insta ist natürlich unten in der Beschreibung. Wenn euch die Videos gefallen und ich ihn in Zukunft öfter machen soll, dann lasst mal gerne ein Like da und ein Abo würde ich mich sowieso generell immer drüber freuen. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.